Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier im neuen Lager ein bisschen herumgelaufen, haben uns bei Laris vorgestellt, indem wir dort Mordrax Ring abgegeben haben und wir haben einen kleinen Auftrag ausgeführt, wo wir hier ein bisschen Kostproben von Sumpfgras verteilt haben. Und viel mehr haben wir leider nicht gemacht. Wir haben ein paar von den Banditen kennengelernt und das war's auch schon. Ja, und jetzt haben wir hier mitten in der Nacht, was natürlich nicht so toll ist. Und wir haben noch kein Haus hier im neuen Lager. Deswegen denke ich mal, sollten wir mal schauen, dass wir uns irgendwo schlafen legen können. Denn einen Ausruhen in dem Sinne, wie es das zum Beispiel in den Elder Scrolls-Teilen, also kein Ausruhen, sondern ein Warten, wie es das zum Beispiel in den Elder Scrolls-Teilen oder in Might and Magic gibt, das gibt es hier nicht. Ne? Also wir können uns nur beim Bett ausruhen und die Zeit voranschreiten lassen. Na, die wollte ich nicht. Ich wollte da einmal hoch. So. Und deswegen gehe ich einmal hier rüber. Da waren wir noch nicht und man sieht, hier sind jede Menge Bauern. Ah, wer bist du denn? Hallo? Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Nein, ich suche nur eine Schlafstätte. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Tja, das ist eine gute Frage. Wir können jetzt aussuchen, um den Mistkerlen hier zu zeigen, was man, wie man mit mir zu sprechen hat, oder zur Selbstverteidigung. Beides wird ihn aber nicht überzeugen. Deswegen sage ich einfach erstmal nur zur Selbstverteidigung, dann werdet ihr das schon sehen. Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Tja. Und um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat, ist sowieso nicht die richtige Option. Da sind wir bei ihm an der falschen Adresse. Und wir haben aktuell noch nicht die passende Dialogoption, die wird uns später gegeben werden. Und dann bringt er uns tatsächlich ein bisschen bei, wie wir stärker zuschlagen können. Gute Frage. Ich werde drüber nachdenken. Tja, bei dem kommen wir momentan halt noch nicht weiter. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, das hier sind die ganzen Reisbauern, die haben hier ihre Hütte und Schlafstätte. Und jetzt kann ich auch mal ein bisschen mit denen reden, zumindest mit denen, die einen Namen haben. Da unten die Leute, mit denen ich noch nicht in Kontakt treten möchte, jetzt nicht hier sind, sondern die da unten in ihrer Hütte schlafen. So, und wir haben hier nur Bauern. Horatio war schon einer von denen, mit denen ich reden wollte. Und dann haben wir hier nur noch weitere namenlose Bauern. Pock, du hast einen Namen. Red mal mit uns, bitte. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Deswegen
da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Tja, sind ja tolle Bedingungen hier. Vor allem ist das bitter, wenn so jemand, der einfach seine Steuern nicht mehr zahlen konnte, weil die Farm halt einfach nicht genug Gewinn abgeworfen hat. Oh, wer ist das denn? Balkagan. Achso, mit denen haben wir ja schon geredet. Dass so jemand halt hier in so einer Strafkolonie landet, wo auch mehrfache Mörder rumlaufen. Und zwar nicht so Mörder wie Horatio, der das nicht wollte und nicht absichtlich gemacht hat, sondern wirklich Leute, die Spaß am Töten haben. Das ist wirklich bitter. So, wir haben dann noch Rufus und zwei normale Bauern ohne Namen. Gut, dann wollen wir nochmal mit Rufus reden und dann schauen wir mal, dass wir uns hier in der Hütte ein bisschen schlafen legen können. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Genau, und exakt das ist der Grund, warum ich mich unten vor der Reisfarm erstmal so ein bisschen Bogen drum gemacht habe. Genau, weil das mit uns auch passiert wäre. Der hätte wäre einfach zu uns gekommen, hätte gesagt, hier, hey, willst du nicht ein bisschen aus der Reisfarm aushelfen? Ja, ist doch schön. Und wenn wir dann einen Tag nicht hingegangen wären und das nochmal gemacht hätten und dann nochmal vorbeikämen nach irgendwie ein, zwei Tagen, dann verprügelt er uns, weil wir haben ja nicht auf der Reisfarm geholfen. Also sehr charmante Leute hier. Deswegen bin ich erst gar nicht dahin gegangen, dass das nicht ausgelöst wurde. Aber jetzt wisst ihr auch, warum ich das gemacht habe. Da werden wir später hingehen, wenn ich ein bisschen stärker bin, wenn ich mich mit denen anlegen kann. Aber momentan habe ich da einfach keine Chance. Wer ist der Reislord? Er war einer der Ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Tja, also man merkt, nicht nur im alten Lager gibt es Arschlöcher, nein, auch im neuen Lager und auch im Sektenlager gibt es Leute, die nicht ganz so sympathisch sind. Oh, da sind ja noch mehr Leute drin. Hallo, na, ihr seid schön am Sumpfkraut rauchen. Wow, aber, boah, sind hier viele. Ich dachte, da draußen wären schon alle, aber wow. Das sind ja richtig viele. Wenn ihr zusammenarbeiten würdet, dann könntet ihr jetzt dem Reislord vielleicht zeigen, ja? Aber das scheinen alles nur normale Bauern zu sein. Moment, hast du einen Namen? Ja, nein. Wollte ich sagen. Na gut, dann schnappen wir uns mal eins von den Bettchen hier. Warum weckst du mich? Hallo? Warum weckst du mich? Du, ich weck dich doch gar nicht. Ja, komm, leg dich einfach hin. Ich will selber schlafen. Lasst euch von mir nicht stören. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ist zwar nicht besonders bequem hier auf so einer Strohmatte oder Reismatte oder was auch immer. Aber damit konnten wir jetzt zum Tag fortschreiten, was ich eigentlich vorhatte, weswegen ich eigentlich hierher gekommen bin. Und ich hoffe, man hat gerade in der Nacht überhaupt genug gesehen. YouTube hat ja die dumme Angewohnheit, Videos immer ein bisschen dunkler zu machen. Und ja, wenn ihr da nichts gesehen habt, wäre das ein bisschen doof. Aber ach, ich denke die ganze Zeit, auf Leertaste ist springen, aber auf Leertaste ist Waffe ziehen. Deswegen mache ich das aus Versehen. Na gut, egal. Ich bin halt zu sehr andere Spiele aktuell gewöhnt. Aber egal, wir schaffen das schon. Springen ist rechte Maustaste. Vielleicht sollte ich mir das mal anders belegen, dass es doch auf der Leertaste ist, aber da ist halt Waffe ziehen. Da muss ich Waffe ziehen anders hinbelegen und dann, egal.
lassen wir das. Gucken uns erstmal hier den Rest der Höhle an. Wir sind ja schon bis da vorne hingelaufen. Bis... Na... Hier hin zu den Leuten. Das sollte Wolf sein. Genau, mit denen haben wir schon geredet. Und ja, man kann diese Höhle quasi in zwei Teile einteilen. Einmal dieser Teil hier, in dem die ganzen Banditen hausen. Und in den Teil hier, wo die Söldner leben. Der ist zwar ein bisschen kleiner, aber die Söldner sind halt auch nicht so viele wie die Banditen. Aber dafür ein bisschen stärker. Sind quasi das Äquivalent zu den Gardisten im alten Lager und den Templern im Sumpflager. Also zumindest was die Stärke angeht. Wir reden jetzt nicht davon, dass sie auch irgendwie über den Banditen drüber stehen und denen Befehle geben. Nein, nein, nein. Das läuft hier ein bisschen anders. Aber schauen wir mal, ob wir hier ein paar Leute mit Namen entdecken. Ja, wir haben hier einen Söldner und einmal Blade. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Genau, das ist eine gute Idee. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ich finde schön, dass der Söldner sich jetzt einfach so hingestellt hat, dass wir das Gespräch nicht mehr sehen können, sondern nur noch seinen Rücken. Toll. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Ich will ein Söldner der Magier werden. Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Nun... Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ja, irgendwie, der hat zwar einen Namen, aber ich glaube, das waren jetzt so die Standardantworten, die auch ein normaler Söldner hat. Naja, egal. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, man merkt schon so ein bisschen, die Söldner und die Banditen leben halt eher so nebeneinander und arbeiten nicht zusammen. Sondern die sind halt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Egal. Reden wir mal mit den anderen Leuten. Hier sind ja noch ein paar. Ein Söldner. Gorn. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind. Also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Tja. Bis später. Also, wie ich gerade schon gesagt hatte, das Lager ist so ein bisschen gespalten. Also, nein, nicht gespalten, aber so getrennt. Und ja, mit der Hütte vorne am Eingang ist diese Hütte hier gemeint, wo Shrike davor steht.
Die können wir uns theoretisch nehmen, müssen dann aber Shrike erst aus der Hütte rausprügeln. Und wenn wir mit ihm reden, dann haben wir auch eine Gesprächsoption dafür. Allerdings, man sieht, der hat eine Rüstung an. Das ist halt ein Bandit. Der ist ein bisschen stärker als wir. Das heißt, bevor wir uns mit dem anlegen, wollen wir auch noch ein bisschen stärker werden. Ich muss mal gucken, was haben wir überhaupt für Werte? Stärke 25. Ich glaube, durch ein Artefakt, ne? Genau, Ring der Kraft. Jawohl. Na, vielleicht können wir es doch schon mit ihm aufnehmen. Aber ich glaube, bevor wir das machen, gehen wir erstmal woanders hin. Dum-di-dum-di-du. Genau. Ach so, wir haben ja hier oben noch mehr Hütten. Ich wollte gerade schon wieder weggehen. Ja, aber vielleicht haben wir noch ein, zwei Leute, mit denen wir reden können. Okay, Söldner, Söldner. Der ist an Schleifstein. Habt ihr auch eine richtige Schmiede hier? Ja, sieht nicht so aus. Schade. Ich würde gerne noch mehr Schwerter klauen. Torloff, hallo. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Mag auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Na, super. Ist ja toll gelaufen, eure Meuterei. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Tja, wenn das nicht ein Hinweis ist, ja. Wir haben ja noch die Prüfung des Vertrauens, die Diego uns gegeben hat. Und da sollen wir ins alte Lager gehen, ach nicht ins alte Lager, in die alte Mine gehen. Und da eine Liste abholen, die nicht in die Hände des neuen Lagers fallen soll. Und vielleicht sollten wir diese Laris mal vorbeibringen. Mal schauen, was er dazu sagt. Also man sieht schon, die Söldner sind schon ziemlich in Ordnung. Also das sind coole Leute. Die Banditen sind eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Die sind auch in Ordnung. Wer halt nicht in Ordnung sind, ist vorne der Reislord und Lefty. Und mit denen kommt man halt gar nicht klar. Das sind halt einfach Arschlöcher. Aber der Rest vom Lager ist eigentlich, ist halt ein bisschen rauer, aber mir gefällt es eigentlich relativ gut hier, muss ich sagen. So, haben wir noch ein paar andere Leute, mit denen wir reden können? Genau, man darf eigentlich alles glauben, was man hört. Exakt. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich will nicht da rein, ich möchte da gerne hochklettern. Dankeschön. Söldner, Söldner. Können wir da rein? Dürfen wir da rein? Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Das wird viel. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Ist natürlich ganz nett. Dann gucken wir uns mal an, wie Lee hier so haust. Ja. Relativ spartanisch. Das ist ein Buch. Was steht denn da drin? Nichts. Okay. Ja, in Gothic 2 kann man tatsächlich die Bücher lesen. Und da stehen interessante Sachen drin. Aber hier bringt das halt nichts. Vor allem in Risen habe ich auch mal gespielt. In Risen ist es ganz wichtig, die Bücher zu finden, wenn man Magier werden will. Denn die erhöhen... Na, ich gehe mal ein bisschen weg, die reden mir zu laut. Denn die erhöhen die Weisheit in Risen, wenn man Bücher liest. Und das ist ganz gut, wenn man Magier ist. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ja gut, also es kann schon sein. Die Unterhaltungen sind super. Wer bist du denn, Oryk? Ja, der hat auch nur die normalen Unterhaltungsoptionen von den Söldnern. Egal, reden wir trotzdem mal mit ihm. Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens, nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens, wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens,
Ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Tja, deswegen bin ich auch noch nicht in die Kneipe im See gegangen, denn wir müssen Bandit oder Schürfer sein, um da reinzukommen. Oder wir können die Leute bestechen. Aber fürs Bestechen ist mir das Erz eigentlich zu schade. Und um Bandit oder Schürfer zu sein, müssen wir halt entweder die Schürferkluft tragen oder die Banditenkluft. Und beides haben wir momentan noch nicht, deswegen mache ich da momentan noch einen Bogen drum. Wer hat dir das sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager? Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Okay, machen wir das doch. Vielleicht. Also ich weiß ja noch nicht, welchem Lager ich mich anschließen möchte. Ich meine, ihr könnt ja auch nochmal schreiben, welches euch bisher so am besten gefällt, in welche Richtung ich vielleicht mal gehen sollte. Aber wir haben halt noch nicht alle Quests fertig und sind überhaupt noch nicht Stufe 5, die wir brauchen. Deswegen wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber bevor wir uns überhaupt einem der Lager anschließen, reden wir erstmal mit Lee, dem Anführer der Söldner. Hallo Lee, wie geht's dir denn? Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Tja. Können wir uns also auch noch nicht den Söldnern anschließen, weil ich meine, ist klar, der andere hat uns ja auch schon gesagt, wir sollen uns vorher mal mit den Banditen rumschlagen. Das heißt, wir müssen erst Bandit werden, bis wir irgendwann dann mal reif sind, Söldner zu werden. Hallo. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Passwort Schwertfisch? Tja, das da drüben ist der Bereich von den Magiern und wie der eine ja schon meinte, da dürfen nur Söldner rein. Man sieht da hinten schon auch einen Magier, der irgendwie ein Zauber wirkt. Und wir können da zwar jetzt durchlaufen, ist aber eine schlechte Idee, denn dann greifen die uns an und die sind so ein bisschen stärker als wir und töten uns mal eben so. Und die töten uns wirklich und knüppeln uns nicht nur nieder und nehmen uns unser Erz ab. Deswegen gehen wir mal da lieber nicht hin, das ist schlecht für die Gesundheit. Gucken wir uns lieber an, was wir sonst noch so entdecken können. Und ich meine, hier haben wir jetzt alles soweit erforscht, mit allen Leuten geredet, die wichtig waren. Und sonst haben wir hier nicht mehr viel zu tun. Deswegen gehe ich jetzt einmal noch hier oben entlang. Und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ja, da drüben auf die andere Seite des Sees werde ich nach wie vor nicht gehen, denn da lauert der Lurker, der den Damm kaputt macht. Und Lurker sind momentan echt ein No-Go. Mit denen kommen wir noch nicht klar. Noch mehr Söldner. Kort, hallo. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Das ist eine ganze Ecke günstiger als... Was? Da steht 50 Erz. Und er hat 30 Erz gesagt. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist eine ganze Ecke günstiger als im alten Lager, aber offensichtlich ja nicht. Wobei, es ist halt schon Stufe 2. Mal schauen, ich muss nochmal, wenn ich im alten Lager bin, gucken, wie teuer es da war, Einhandwaffen zu lernen. Auf Stufe 2, denn das würde ich gerne noch machen. Und dann gucke ich einfach mal, ob es da günstiger ist, ob es da auch 50 Erz kostet. Ich meine, aber im alten Lager würde es 100 Erz kosten. Und dann sind wir ja schon schön dumm, wenn wir das... Oh, das ist ein Scavenger. Bevor wir uns mit denen anlegen, speichere ich einmal kurz.
Na, hallo, na. Wobei, wir haben jetzt halt schon 25 Stärke. Erstmal abwarten. Das heißt, wir kommen hoffentlich... Au. Ja, guckt euch das mal an. Au, 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 au. Ja, irgendwie... Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Moment, Moment, ich muss nochmal laden. Ich komme gerade nicht klar mit dem Kampf. Aber ihr seht, zwei Schläge und so ein Scavenger ist tot, ja? Und wir halten jetzt mittlerweile auch schon wesentlich mehr aus, da wir mehr Lebensenergie haben. Also vorher haben uns Scavenger schon ziemlich zugesetzt, aber jetzt, wir sind Level 3 und sind schon ein ganzes Stück stärker geworden. Und das, finde ich, ist halt auch eine der schönen Sachen an Gothic, dass man wirklich merkt, dass man stärker wird. Am Anfang hat man noch so viele Kreaturen, mit denen man sich überhaupt nicht anlegen kann, weil sie einen in der Luft zerfetzen. Und dann merkt man aber, dass man so langsam immer stärker wird. Und das ist halt einfach großartig. Okay, der erste ist tot. Ja, das kann ich auch, Seitenschritte. Au. Komm. Greif doch an. Irgendwie macht er nicht das, was ich will. Genau, das wollte ich machen. Ich wollte nicht die ganze Zeit Seitenschritte machen. Egal. Das lassen wir jetzt so. Das ist relativ gut gelaufen. Nehmen wir mal das mit. Ja, wir haben leider noch nicht das Ausnehmen von Tieren gelernt. Sonst könnten wir denen jetzt auch schon irgendwie Schnäbel abnehmen oder klauen. Gar nicht wahr. Das, nein, das war doch richtig. So. Ich wollte gucken. Lebensenergie 58 von 76. Wir haben also 18 Punkte Schaden genommen. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas haben, um es zu heilen. Ja, den Schinken, den wir eingesammelt haben. Essen wir den doch einfach mal. Der bringt genau 18 Punkte Lebensenergie. Wunderbar, dann sind wir wieder voll geheilt. Und können uns den nächsten Herausforderungen auf diesem Pfad hier widmen. Ja, dumm-di-dum-di-dum. Ich glaube, hier bin ich schon mehrfach drüber gegangen. Das ist halt die Ebene über der Höhle. Aber da ist einfach nichts. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht lang gehen. Also man kann es halt erforschen, aber da ist gar nichts. Und ich glaube, da oben war auch gar nichts. Das gucken wir uns ein andermal an. Denn wir werden hier bestimmt nochmal hinkommen. Aber ich habe gerade ein ganz bestimmtes Ziel. Und das liegt am anderen Ende dieser Höhle. Und da möchten wir jetzt hin. Und da ist ein Mole Rat. Speichere ich nochmal schnell. Nicht, dass wir wieder sterben. So, und dann gucken wir mal, wie schnell wir mit dir fertig werden. Ja, das lief doch mal schon ein ganzes Stück besser. Alles klar, nehmen wir das Fleisch mit. Und gehen weiter durch diese Höhle hindurch. Noch ein Mole-Rat. Aber der steht am Hang. Das ist irgendwie unschön. Moment, ich will mal auf die untere Seite. Dann kann ich dich einfacher treffen. Jawohl. Okay. Also mit Mole-Rats kommen wir ganz gut klar. Ich glaube, mit Scavengern komme ich auch ganz gut klar. Nachdem ich mich wieder an das Kampfsystem gewöhnt habe. Weil gerade eben, das war ganz komisch. Egal. Naja, was soll's. Das kriegen wir schon hin. Und da ist noch ein Mole-Rat. Und da hinten läuft was anderes. Das habe ich schon gesehen. Ich weiß, was das ist. Ach nee, das ist auch ein Mole-Rat. Da läuft was anderes. Oder da steht was anderes. Das ist nämlich ein Wolf. Und Wölfe sind ein kleines bisschen stärker als Scavenger und Mole-Rats. Und ich weiß nicht, ob wir uns schon mit ihm anlegen können. Ob wir das tun sollten. Ich finde es ganz gut, dass er gerade da steht. Normalerweise steht er wesentlich näher hier am Durchgang. Sodass man nicht an dem vorbeikommt. Aber jetzt haben wir anscheinend Glück. Wie die Mole-Rats sich halt auch nicht mal wehren. Ich werde mal speichern und versuchen, ob ich mich schon mit dem anlegen kann. Das ist zwar ein bisschen eine Verschwendung, den jetzt zu töten, da wir ihm das Fell noch nicht abnehmen können, aber ich möchte die Erfahrung haben. Okay, ich wollte gerade sagen, oh Gott, ja, ihr seht. Ah, okay, wir haben ihn einfach nicht richtig getroffen. Au, boah, ihr seht, was ihr für einen Schaden macht bei uns. Halleluja. Gut, wir haben ihn getötet, aber... Ja, er hat auch nichts bei sich, aber er hat so viel Schaden gemacht. Oh. Das ist nicht schön. Aber egal, wir haben ihn getötet. Wie viel Lebensenergie haben wir noch? 41 von 76. Boah, der hat mit einem Schlag mal eben so 25 Schaden gemacht. Krass.
Gut, dann essen wir einmal so ein bisschen gebratenes Fleisch und einmal Waldbeeren. Oh, es war sogar mehr als 25. Ich kann nicht rechnen. Egal, dann essen wir nochmal Waldbeeren. Das waren wohl 35. Ha, egal. Egal. Ich bin nicht hier gerade nicht, um Kopfrechnen zu betreiben. Ich kann sowieso nur noch mit Buchstaben rechnen. So, und hier haben wir das Ziel unserer Reise. Ja, man sieht schon einen Söldner und Hütten. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, keine Sorge, keine Sorge. Ja, das hier ist die freie Mine. Die Mine des neuen Lagers eben. Und hier wird das Erz gesammelt, das zum Sprengen der Barriere genutzt werden soll. Tja, und hier gibt es Schürfer. Das heißt, noch eine Unterklasse. Naja, Unterklasse ist jetzt weiter gesagt, noch ein Teil des neuen Lagers. Das ist halt, neben den Reisbauern gibt es ja auch noch die Schürfer. Und die Schürfer sind so das Äquivalent zu den Butlern im alten Lager. Bloß, dass sie halt nicht gezwungen werden, hier zu arbeiten, sondern das freiwillig tun. Und die ganzen Söldner sind da, um sie zu beschützen. Denn falls das alte Lager mal hier angreifen sollte, wäre das nicht so schön. Ja, das sind alles nur normale Söldner, mit denen möchte ich gar nicht reden. Und zwar, ich weiß nicht mehr, mit wem ich reden muss, aber ich möchte hier eine ganz bestimmte Sache machen, weil ansonsten können wir hier noch nicht viel tun. Aber diese eine ganz bestimmte Sache, die ist mir wichtig. Dum-di-dum-di-dum. Vielleicht mit einem hier unten. Ja, das ist das magische Erz, das sie abbauen. Wir können uns auch irgendwann mal eine Spitzhacke schnappen und dann auf das Erz einhauen, aber es bringt uns nichts. Von daher ist halt nur ein netter Effekt, dass wir das machen können. Bandit. Hey, du hast einen Namen. Swiney. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Eigentlich nicht, nein. Nein. Natürlich nicht. Warum immer ich? Gut. Pass auf. Du nimmst jetzt diese Klamotten und ziehst sie dir an. Hier. Wenn dir ein Erzbrocken auf den Fuß fällt und du keine Schutzkleidung trägst, bist du ein Krüppel und nur noch die Hälfte für uns wert. Eine Spitzhacke liegt hier bestimmt irgendwo noch rum. Aber viel anfangen kannst du damit sowieso nicht. Naja, was soll's. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Jo, den haben wir uns ja schon angeguckt. Und genau das ist der Grund, weswegen ich hier hingekommen bin. Wir haben, wenn ich es denn finden würde, unsere erste Rüstung bekommen, und zwar Schürferklamotten. Wir haben Schutz vor Waffen 10 und Schutz vor Feuer 5. Es gibt noch bessere Schürferklamotten. Das hier ist quasi die schwächste Rüstung, die wir im Spiel haben können. Aber, ich meine, schlechte Rüstung ist besser als gar keine Rüstung. Das ist halt einfach nur so eine Hose mit Arbeitsschuhen. Aber es ist besser als nichts, ja. Wir haben jetzt Schutz 10 vor Rüstung. Beziehungsweise wir haben sogar 15 Schutz vor Rüstung, oder? Genau, also genau, Schutz vor Rüstung. Ist klar, falls jemand mal kommt und uns mit einer Rüstung verprügeln will. Genau. Nein, Schutz vor Waffen meine ich natürlich. Da wir ja noch das Amulett von Neck haben, das haben wir noch nicht abgegeben. Und ja, dadurch haben wir halt 15 Schutz vor Waffen. Und ja, vielleicht hilft uns das ja jetzt ein bisschen. Eventuell können wir damit in der Arena bestehen, im alten Lager. Und wir können mal versuchen, ob wir hier die Hütte im neuen Lager für sich geschnappt hat. Vielleicht können wir den ja auch rausprügeln damit. Vielleicht haben wir eine Chance gegen den.
Ja, ansonsten gibt es hier momentan einfach nicht wirklich was Spannendes. Es gibt noch ein, zwei Leute, mit denen wir reden können. Aber vor allem bei einem, mit dem zu reden, das hat eigentlich keinen positiven Effekt, weil der uns verprügeln möchte und uns dann unser Erz abnimmt. Und das möchte ich eher weniger. Ansonsten haben wir hier unten, glaube ich, auch nichts Spannendes mehr. Ja, hier sind nur normale Söldner. Was machst du hier in der Mine? Ah. Ich wollte mir nur mal die Mine ansehen. Du siehst doch, dass die Mine abgeschlossen ist. Also hier gibt's nichts zu sehen. Kann man da gar nichts machen? Was sollte man da machen können? Moment mal, wenn du versuchst, mich zu bestechen, dann bist du hier an der falschen Adresse. Nein, ich wollte niemanden bestechen. Ich dachte nur, ich glaube, ich gehe dann besser. Genau, ich bin dann mal weg, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, ansonsten gibt es ja jetzt momentan nichts Spannendes. Später werden wir hier nochmal hinkommen, auf jeden Fall. Aber aktuell lohnt sich das einfach nicht, hier mit irgendwem zu reden. Deswegen machen wir uns wieder auf den Weg zurück zum neuen Lager. Wie gesagt, die Rüstung ist schon mal was sehr Gutes. Ist schön, dass wir die hier kostenlos bekommen. Und das Schöne ist, da wir jetzt Schürferklamotten tragen, kommen wir auch in die Bar auf der Mitte des Sees. Ja, das heißt, wir können uns mal mit dem Baal da beschäftigen. Jetzt muss ich nur finden, wo wir wieder rauskommen. Ich glaube, da oben irgendwo. Oder da? Nee, Moment. Da kommen wir raus. Ja, ich weiß, man soll eigentlich nicht über das Haus drüber klettern, um da hinzukommen. Aber das ist mir jetzt egal. Ich nehme eine kleine Abkürzung. Nein! Okay, er hat sich nicht festgehalten. Verdammt. Dann gehen wir halt doch den regulären Weg. Ja. Okay. So, dann gehen wir halt hier hoch. Ist ja gut. Dann mache ich es halt mal meinem Charakter recht. Dem namenlosen Helden. Und nein, da wollte ich auch nicht lang. Da, den Weg gehen wir zurück. Ja. Aber was uns dann in der Kneipe erwartet und was wir da alles machen können, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Und bis dahin, macht's gut!